Ist ganz schön heiß. Link läuft schon der Schweiß von der Stirn. Da muss auch nochmal kräftig durchatmen, denn wir sind jetzt auf dem Gipfel vom Eldin-Vulkan angekommen, wo sich direkt hinter uns der Eingang zum sechsten Tempel befindet, wo sich Deans Flamme befinden soll. Aber ihr seht ja selbst, meterhohe Flammen versperren den Eingang. Und sogar unser Goron-Kumpel, ich frage mich zwar, wie der hierher gekommen ist, aber der weiß jetzt auch nicht so recht, was wir machen sollen, ne? Stimmt's? Ja, denn wir bräuchten eine Menge Wasser und dazu noch einen großen Behälter. Fällt dir da nichts ein? Doch schon. Deswegen geht's erstmal back to the sky. Weil hier können wir jetzt im Moment nichts ausrichten. So viel Wasser gibt es ja hier am Vulkan gar nicht. Also, let's go. Keine Sorge, ich weiß schon genau, wo wir hin müssen. Denn wo gibt's jede Menge Wasser, Leute? Denkt mal nach, ne? Think! Natürlich im Wald von Firone. Da gibt's doch den Fluriasee. Da gibt's so viel Wasser, da können wir wahrscheinlich den ganzen Vulkan damit löschen. Und wir wissen auch, dass es jemanden gibt, der einen großen Behälter hat, nämlich der Wasserdrache. Der war ja in einem drin. Und vielleicht können wir uns den ja ausleihen. Aber was jetzt gleich kommt, ist mega cringe, also mega anstrengend. Ich hab da noch böse Erinnerungen an das, was jetzt kommt, wenn wir dieses blöde Wasser transportieren müssen. Das wird nochmal richtig ätzend. Habe ich gar keinen Bock drauf, aber egal. So, wir landen beim Floria-Wasserfall. Und quatschen kurz mit dem Wasserdrachen. So. Ich bin wenigstens froh, dass wir schon beim letzten Mal sowohl die Roulette-Insel als auch das Kürbisschießen geschafft haben, ohne wirklich allzu oft zu verkacken. Ne? Roulette-Insel war ja Second Try. Und Kürbisschießen war im dritten Anlauf, dann habe ich dann genug Punkte gemacht. Also beides gar nicht mal so extrem kacke, wie ich es noch irgendwie in Erinnerung hatte auf der Wii. Da hatte ich schon Angst, dass ich da richtig oft failen werde, aber es ging eigentlich voll klar. War jetzt nicht so schlimm. Das einzige Minigame, was jetzt noch fehlt, ist das Lorenlenken in der Wüste, bei der Werft. Das kann man aber jetzt eh erst machen, seitdem man Nyrus Flamme hat, aber das hebe ich mir noch ein bisschen auf. Das kann nämlich auch ein bisschen, ja, schwer sein. So, Wasserdrache ist natürlich immer noch hier. Wo soll sie auch hin? Die lebt ja hier zusammen mit den komischen... was auch immer das überhaupt darstellen soll. Was ist das überhaupt? Was ist das für ein komisches Vieh? Ja, hier ist eine ganze Gruppe von denen. So, hallöchen Wasserdrache. Was geht? Alles frisch? Sieh an, das Menschenkind. Hast du gelernt, die Kraft deines Schwertes zu nutzen? Wie? Du möchtest dir meinen Wasserbehälter leihen? Hm, nun gut. Meine Kraft ist zurück. Ich werde ihn wohl so schnell nicht wieder benötigen. Mach damit, was du willst. Soll ich den Roboter rufen, den Wasserbehälter zu transportieren? Oder den kann ich nicht leiden. Ja, bitte. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde ihn nur nach ihm rufen. Aber die Musik ist cool, wenn der kommt. Ja, wer sonst soll's denn machen, ne? Verehrte Fei, ich bin so schnell gekommen, wie ich nur konnte. Oh, das ist aber groß. Aber kein Problem für mich. Ey, grüner Wicht. Sieh zu und lerne. Ich warte damit dann wie immer am Himmel. Ich hoffe, der hat auch vorhin Wasser reingetan. Aber da war ja vorher noch Wasser drin. Also keine Sorge. Da sind schon ein paar hundert Liter drin oder so. Gebieter, lass uns ins Wolken mit zurück und von dort zum Vulkan fliegen. Ja. Das sagt sich so leicht. Zum Vulkan fliegen. Ne? Autsch. Ach ja, und wir können jetzt mit der Aurasuche Juwelen der Güte und auch Artefakte der Göttinnen suchen. Wobei uns jetzt eh nur noch mal zwei Stück fehlen.
Und an die komme ich jetzt bei der Eno nicht ran. Also macht das nichts. So, ein bisschen Insektenfang, dies, das. Und wieder zurück nach oben. Wie gesagt, an den einen Block komme ich nicht ran, weil da ist zu viel Lava dazwischen. Da reicht der Himmelsstrahl nicht aus. Da ist die Reichweite zu klein. Und das allerletzte Artefakt ist sowieso noch in einem kleinen Gebiet in der Wüste, wo wir noch nicht waren. Ja, dann lass das Ding bloß nicht fallen, ich warne dich. Es gibt nur den einen Wasserbehälter. So. Und da sind wir auch schon. Oh, das ist der Eingang zum Vulkan. Ich bin bestimmt schneller am Ziel als du, schleichender grüner Wicht. Hey, das ist hier kein Wettrennen. Was macht denn der? Er hat sich vorgedrängelt und... Wait a minute. Wir sind ja ganz unten. Wie? Hier ist es gut, ja? Ich hatte schon fast keine Kraft mehr. Was? Auf den Gipfel? Dann sag das doch gleich. Jetzt muss ich mit dem Schwemmding noch einmal losfliegen. Hier ist alles voller Monster. Nicht, dass ich etwa vor Monstern Angst hätte, aber im Augenblick trage ich ja noch diesen schweren Behälter. Auf geht's, grüner Wicht. Jetzt zeige ich dir mal, was ein echter Transportroboter ist. Pass auf mich auf, ja? Ich folge dir unauffällig. Und pass bloß auf, dass mir keines dieser Ungeheuer zu nahe kommt. Oh, ey, das ist so ein Trottel. Wir wollten doch nach oben auf den Vulkan, auf den Gipfel. Das ist nämlich jetzt auch so eine Stelle, die ich an Skyward Sword storymäßig überhaupt nicht geil finde. Wir müssen jetzt nämlich zu Fuß den ganzen Weg von hier unten nach oben bis auf den Gipfel. Und er darf nicht von den Monstern angegriffen werden, weil sonst ist halt Oberfail. Deswegen ist hier, glaube ich, der Bogen hier mein nützlichstes Item. Ich werde die einfach alle wegballern. Schön Headshot. Dass die einfach gar nicht erst auf irgendwelche dummen Gedanken kommen. Weil hier ist es nämlich alles voll von denen, ja? Die waren vorher, waren die ja alle gar nicht da. Diese blöden Bockblins. Vor allem sind ja sehr viele Bogenschützen dabei, deswegen knall ich die erstmal schön ab. So, gibt es hier vielleicht irgendwie Pfeile, oder... Keine Pfeile? Schmutz. Hauptsache Rubine bekomme ich, ne? Ist klar. Ich glaube, wir müssen aber... Ich glaube, wir müssen aber da lang, weil der Roboter kann ja nicht mit diesem Wind nach oben. Also ich glaube, wir müssen hier lang, nach links. Ich meine, der kann eh fliegen, aber trotzdem. Ich glaube, wir müssen hier lang. Wie gesagt, am allerschlauesten ist es gleich von der Entfernung aus, von ganz weit weg, die ganzen Bockblitz mit dem Bogen auszuschalten. Dann kriegen wir keinen Stress. Wenn wir irgendwo später... Ja, was ist das denn? Solche Monster natürlich sind auch nervig. So, Mann, ich wollte gerade die Pfeile einsammeln. Ich wollte gerade sagen, Bro, kannst du mal aus dem Weg gehen? Dankeschön. Wenn ich weiter oben verkacke, dann müssen wir wieder von unten anfangen, ne? Also da, wo wir gerade gestartet sind. Das ist auch ein bisschen scheiße an dieser Aufgabe jetzt hier, die wir da schaffen müssen. So, er darf halt echt keinen Schaden nehmen. Darf ihm keiner zu nahe kommen. So, sonst ist ja da oben eh niemand mehr. Dann let's go. So, hallo an alle, die gerade zum Stream einschalten. Es ist noch nicht viel passiert. Wir sind gerade dabei, den Wasserbehälter nach oben auf den Vulkan zu transportieren, weil unser Trappo so ein Trottel ist und dachte, er muss unten landen, weil er sich eingebildet hat, na, er ist schneller als wir und jetzt haben wir den Salat. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zu Fuß nach oben gehen und müssen ihn beschützen. Und das ist ein bisschen... scheiße. So, ich glaube, die Typen kann man auch mit ein paar gezielten Schüssen ins Face auch killen.
Aber ich weiß gar nicht, wie viele jetzt aushalten. Ich habe den heiligen Bogen. Okay, nur drei Pfeile und der ist tot. Leute, habt ihr das gesehen? Dreimal Headshot und sogar so ein fetter Moblin ist einfach hin. So, ich weiß, ich war noch nie da drin. Da kann man aber nur so ein Minigame machen, wo man eigentlich nur Rubine gewinnen kann. Also da ist kein Herz da drin oder so. Deswegen war ich da absichtlich noch nie drin. Weil es mich auch nicht juckt. So, jetzt geht's hier hoch. Muss auch aufpassen, dass hier immer mal wieder Schleime sind. Die können den auch erschrecken. So, guckt euch das an. Die sind da oben alle. Ich weiß gar nicht, kann ich von hier so weit ballern? Wartet, wartet. Und? Ah, schade. Da fliegen die Pfeile nicht weit genug. Hätte ich mir ja denken können. Einfach mal gucken. Ich habe diese... Ja. Genau das meine ich. Ich habe diesen Abschnitt so gehasst. Ich hab diesen Abschnitt so gehasst, ey. Wenn wir da einen Fehler machen, ey, dann... Können wir die ganze Piste normal machen. So, ich glaube, von hier müsste ich doch jetzt treffen können, oder? Ah, sehr gut. Einfach jetzt schon mal abballern, bevor die mich sehen können. Dann... Da oben ist auch einer. Was zur Hölle, Mann? You see me rolling, the hating. Ah, shit. Das hat nicht ganz gereicht. Okay, ich glaube, das geht, aber wenn ich hier hochrenne, dann kann ich ja besser zielen. So, ganz kurz. Na, ah, was ist das denn für einer? Oh! Okay, habt ihr gesehen? Da war jetzt auch ein bisschen Schmutz. So, weg da. So, auf jeden Fall den da oben killen. Ah, hat nur mit zwei Pfeile. Jetzt geht's hier gerade aus. So, hier noch den da. Tot. Und noch den. And he dead. So. Gut. Los, los, los. Wenn der Weg nur nicht so weit wäre, jetzt sind wir gerade mal beim Tempel des Erdlandes. Ist noch so ein weiter Weg nach oben. Und ich habe keine Pfeile mehr, das ist auch scheiße. Ah, das sind da noch mehr von denen. Wieso kriegt man denn hier keine Pfeile? Sag mal, kann man hier Pfeile ausgraben? Nee. Wieso kriege ich hier keine Pfeile, Mann? Einfach Betrug. Irgendwo Pfeile. Bomben. Keine Bomben. Da wird die Bomben voll. Bombeck ist full. Hier, du, drop nochmal Pfeile hier. Nichts, Gönner. Ah, ohne Pfeile ist das jetzt richtig scheiße. Jetzt muss ich richtig gegen die kämpfen. Weil ich die alle nicht mehr wegsnipen kann. Wieso haben die nicht daran gedacht, dass man hier vielleicht den Bogen verwenden will? Nintendo-Mensch. Mr. Nintendo, was los? Warum kriege ich hier keine Pfeile? Was soll denn der Quatsch? So ein Dreck. Die halt so töten. So. Passt schon. Oh, ernsthaft? Wie soll ich jetzt an ihm vorbei? Hier unten ist ja auch... Ne, da kommen wir immer noch nicht hin. Hey, das fuckt mich jetzt so ab, dass ich jetzt schon keine Pfeile mehr habe, ey. Ich habe den mittleren Köcher und trotzdem bin ich leer. Kann ich den nicht irgendwie mit einer Bombe... Bringt das was? Das bringt gar nichts, oder? Oh, scheiße, Mann! Und was sind denn das für fiese Gestalten, sagt er noch dazu. Ja, fiese Gestalten. Okay, er ist tot. Ja, toll, drop 20 Rubine und keine Pfeile, ne? Ist klar. Das ist so typisch.
Ich glaube hier. Oh Mann, wieso habe ich keine Pfeile mehr? Ich könnte kotzen. Das ist so. Ich werde das jetzt so verkacken, nur weil ich keine Pfeile habe. Wieso ist Nintendo manchmal so dumm und stellt hier so Sachen nicht zur Verfügung? Wieso gibt es hier nirgendwo. Es gibt hier nirgendwo Pfeile! Ja, das bringt dann auch gar nichts. Ah, heiliges Kugellager, hilf mir! Wollen die mich jetzt eigentlich wirklich verarschen? Ich kriege hier auf den ganzen fucking Vulkan nicht einen Dreckspfeil! Also das kann ja auch nicht sein. Vor allem hier ist, glaube ich, nirgendwo eine Wand der Göttin, die, wo ich einen Pfeil malen könnte, dass ich Pfeile kriege. Das hat Nintendo wieder richtig super gemacht. Das haben die wieder richtig super gemacht. Hauptsächlich kann ich hier Bomben holen. Was mache ich denn jetzt? Ich kann das nicht schaffen. Das ist ja jetzt schon wieder Fail. Fuck mich jetzt schon wieder ab, das Game. Scheiß Spiel. Wieso kriegt man hier keine Pfeile? Nintendo, warum seid ihr manchmal so blöd? Die denken an gar nichts, wenn die so eine Mission einbauen. Ich kann doch hier nicht alleine lassen. Doch, kann ich. Und wie ich das kann. Jetzt auch keine Pfeile. Ey, das ist wieder so eine behinderte Pisse. Fuckt mich jetzt schon wieder total ab. Ich krieg hier nirgendwo auch nur einen einzigen Scheißpfeil. Ich krieg nicht einen Pfeil. Jetzt hast du mich verloren. Hallo, du bist direkt hinter mir, du Spacken. Endlich, das wird aber auch allerhöchste Zeit. Jetzt komm doch mal mit jetzt. Oder kann ich so weit vorausrennen, dass ich ihn quasi zurücklasse? Das ist ja einfach nur Betrug hier. Das ist ja einfach nur kompletter Beschiss. Ja. Ja, oder spring einfach runter. Ey, guckt euch das an. Das ist wieder so ein behindertes Spastenspiel. Ah, bin kaputt, ich funktioniere nicht mehr. Digga, ich habe keine Pfeile! Ah ne, jetzt fangen wir wieder hier an. Ja, super. Okay, es gibt hier doch... Haben die Checkpoints eingebaut im Remake? Ich hätte schwören können, wenn ich es hier verkacke, dann fangen wir von ganz unten an. Haben die das geändert? Ich hätte schwören können, wenn ich das nicht schaffe, dann fangen wir wieder ganz am Anfang unten an. Oder bilde ich mir das jetzt ein? Haben die hier Checkpoints jetzt eingebaut in Skyward Sword HD? Oder war das schon immer so? Ich hätte schwören können, dass wir ganz am Anfang wieder anfangen müssen. Ganz unten wieder. Wo wir gestartet sind. Das ist so... Naja, die Schleuder wird ja auch nicht viel bringen. Die kann ich ja nur stunnen mit der Schleuder. Das reicht ja nicht wirklich. Mann, der springt doch wie ein Affe daneben! Wie soll man das ohne Pfeile machen? Ey, komm. Leute, ey, das ist ja schon wieder die absolut behindertste Dreckspiste gerade. Ey, das kann einfach... Nein. Nein, leck mich am Arsch, wir machen das gleich nochmal. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Das ist ja schon wieder der absolute Oberbetrug, dieses Drecksgame. Diese Nintendo-Mitarbeiter sind manchmal solche Vollidioten, die denken nicht mal dran, dass man bei der Mission Pfeile braucht. Das kann ja nicht euer scheiß Ernst sein. Das ist manchmal so ein... Gottbehindertes Trottelspiel? Das ist ja unmöglich! So, machen wir die Scheiße eben nochmal. Das kann ja echt nicht sein. Wieso habe ich so wenig Pfeile? Ich habe den mittelgroßen Köcher und habe trotzdem zu wenig Pfeile gehabt. Ich meine, das kann ja echt nicht sein. Fuck mich dieses behinderte Game schon wieder total ab. Das nur, weil Nintendo zu behindert ist, Pfeile wo zu platzieren, wo man sie... auch definitiv braucht. Nämlich bei dieser scheißbehinderten Mission. Was sollst du denn ohne Pfeile machen? Ich kann die ja nicht alle abknallen ohne Pfeile. Es geht ja nicht. Es geht ja nicht, Leute. Boah, Digga, das ist wieder so ein
Dummer! Ich habe euch ja gesagt, die Mission ist einfach der pure Abfuck. Das ist der größte Rotz schon wieder in scheißen Dreckskabert Rage. Hab jetzt schon wieder keinen Bock mehr auf dieses behinderte Spassen-Game. Es gibt passiert eine Scheiße nach der anderen, die einfach nur besser wäre, wenn Nintendo sich ein bisschen angestrengt hätte. Wenn die da irgendwo ein paar scheiß Krüge mit Pfeilen platziert hätten oder sowas. Aber dafür sind sie ja zu blöd. Sind ja für zu blöd zum Scheiß manchmal. Das kann ja nicht sein. Konnte man sich überhaupt Pfeile kaufen? Ich glaube, du kannst ja nicht mal Pfeile kaufen in dem Game. Das ist ja der nächste Blödsinn. Wo kriege ich jetzt Pfeile her? Konnte man sich Pfeile im Laden kaufen, also im Bazar. Hatte so einfach nur so Pfeile zum ich glaube schon, oder? Ich kann die Mission echt nur machen, wenn ich volle Pfeile habe. Das kann ja sonst echt nicht sein. Sonst wird das nichts. Ihr habt gesehen, wie schnell ich die ganzen... Ich habe 18 Pfeile nur. Und die habe ich alle schon vorher verschossen. Und dann kriegst du einfach keinen einzigen fucking Pfeil mehr. Weil Nintendo einfach dumm ist. Weil die einfach vergessen haben, Pfeile einzubauen. Bei der Mission. Na doch, natürlich hat der Spacken hier Pfeile. So, gib mal her, du Arsch. So, 10 Pfeile. 20 Rubine. Gekauft. Du Arsch. Ja, lach doch nicht so blöd. So. Haben wir jetzt die Pfeile voll? Ich glaube schon. Was machst du eigentlich nochmal hier? Willkommen in Itemla. Oh, du bist's. Ich... Du bist so anders, Alter. Was ist denn? Als habe ich sie endlich oft genug angesprochen für diese eine Quest. Ach, nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt ganz aus dem Häuschen wäre, aber so oft wie du jetzt bereits bei mir warst, bist du eben schon mehr als ein normaler Kunde für mich. Was sage ich da eigentlich? Entschuldige bitte, ich bin etwas neben der Spur heute. Also, du bist ja bestimmt hier, um das Itemlager zu nutzen, oder? Ja. Aber gern, bitte sehr. So. Eigentlich will ich aber... Ich will ja aber eigentlich gar nichts verändern. Das ist eigentlich alles... Ja, ich meine, die eine Flasche... Ich brauche aber Bombentasche und Köche eigentlich beides. Und die zwei Flaschen reichen mir. Und ich will mich jetzt auch von meiner Lebenskraftmedaille und von meiner Schatzmedaille nicht trennen. Also, eigentlich brauche ich ja dann doch nichts. Aber ich bin fertig. Vielen Dank. So. Also ihr seht, langsam taut ihr ein bisschen auf. Am Anfang so, na, hallo, hier ist Itemlager, willst du was deponieren? Na, okay, tschüss, Mann. Und jetzt ist sie ein bisschen netter zu uns. Ist sie ein kleines bisschen netter. Und er ist ein kleines bisschen fetter. Tschüss, Mann. Warte mal, 28 Pfeile? Das ist immer noch nicht voll. Kann ich jetzt eigentlich den Köcher jetzt nochmal vergrößern? Das ist ja nur der mittlere Köcher, ich will ja den großen haben. Ja, wie geht's mein Trap, oder? Der Trap ist voll der Spacken, Alter, der hält ja gar nichts aus. Das ist die größte Pussy. Ich glaube, den musst du mal richtig schön upgraden. Trap ist ja voll der Lappen. So, Leute, ich wusste, ich habe was vergessen. Der Grund, warum die Mission jetzt einfach ein Fail war vorhin gerade. Ich habe nicht den allergrößten Köcher am Start gehabt. Ne? Okay! Hätte ich einfach mal vorher machen sollen, ne? Hab wieder nicht nachgedacht. So, ich bin fertig, das gehört dir, also einer her damit, ja, 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 Mann. Was den großen Köcher halt, Billy, kannst du 15 weitere Pfeile bei dir dran nutzen, wenn du häufig deinen Bogen einsetzen möchtest. Und damit wird's jetzt aber gelingen, Leute, damit wird's gelingen. So, beim Wolkenvogel hast du gar kein Item mehr, das sich verbessern könnte. Tja, das ist aber schade. Nö. Das ist nicht schade, weil wir haben ja schon alles verbessert, was irgendwie wichtig war. So. Ey, komm, du gibst mir jetzt einfach nochmal Pfeile. Ich brauche hier maximale Pfeile, Digi. Ich bitte für eine Entschuldigung, werter Herr. Für diesen Item könnt ihr leider nicht mehr beeilen. Achso, ist schon voll? Ist jetzt voll geworden, weil ich den Köcher geupgradet habe? Na, dann ist okay. Dann, tschüss, Mann. So, jetzt haben wir nämlich... 35 Pfeile. Und vorhin hatte ich wie viel? 18. Ne? Also, etwa nur halb so viel. Also, ja, Leute, jetzt muss es klappen, ne? Jetzt muss es aber klappen.
So, ich meine, anders so den Heldmodus nicht spielen ist richtig. Naja, also, ich sag mal so, nicht allzu bald. Nicht allzu bald. So, am besten gleich mal speichern. Ich habe ja auch damals gesagt, wie ich das auf der Wii im Heldmodus gespielt habe im Stream. Habe ich auch damals gesagt, ich rühre Skyward Sword so lange nicht mehr an, bis ein HD-Remake für die Switch kommt, was ja jetzt da ist. Weil wenn ich jetzt hier meinen normalen Run in der ersten Runde durch habe, werde ich, glaube ich, wirklich sehr lange wieder das Game nicht anrühren. Da brauche ich wahrscheinlich wieder mindestens ein Jahr Pause, bis ich vielleicht eventuell es in Erwägung ziehe, nochmal Skyward Sword HD normal zu spielen im hellen Modus. Aber ich glaube, in nächster Zeit wird das nicht passieren. Das hat mich einfach schon wieder zu oft abgefuckt. Das einzig Geile ist, wenn man die zweite Runde anfängt mit dem Heldenmodus, dann nimmt man ja sämtliche Insekten und Materialien aus dem ersten Spieldurchgang mit. Ja, wenn man die zweite Runde anfängt, den Heldenmodus, dann hat man hier alles, was man halt im ersten Run hatte, schon sofort am Start und kann natürlich deutlich früher Tränke verbessern und Items upgraden. Das ist dann, glaube ich, auch wichtig. Wenn man ja auch keine Herzen findet, bis man nicht eine Herzmedaille dabei hat, findet man ja keine Herzen. Und man nimmt Double Damage, ne? Doppelter Schaden ist ja auch nicht so geil. So, dann holen wir uns diesen Drecksbehälter halt einfach nochmal. Wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann ist ja einfach Betrug. Aber ich verstehe das nicht. Wie kann Nintendo so sein, hä? Wie kann Nintendo manchmal so lost sein und bei einer Mission, wo es wirklich eindeutig darum geht, mit dem Bogen Bockblins wegzusnipen, keine Pfeile zur Verfügung zu stellen? Ich meine, was soll denn der Scheiß? Da haben sie einfach nicht nachgedacht. Die gehen doch nicht ernsthaft davon aus, dass der Spieler jeden einzelnen Bockblin mit dem Schwert angreift, weil es gibt ja genug Bogenschützen bei denen, die alle auf den Roboter schießen. So. Also, nochmal die ganze Kacke. Ah, das Menschenkind hier, macht damit, was du willst. Ja, bitte, ruf diesen scheiß Drecksroboter nochmal, sonst schmeiß ich ihn auf den Schrott. Sonst kommt er auf den Schrottplatz. Dieser Spacko. Der heißt nicht Trappo, der heißt Spacko. So. Und diesmal transportiert die Scheiße gefälligst richtig. Das soll sich mal nicht so anstellen. Das sind doch nur ein paar Monster. Richtige Pussy. Das ist eine der behindertsten Aufgaben in dem Game, ganz ehrlich. Ich habe das immer schon scheiße gefunden. Es war eh so klar, dass ich das vorhin verkacke, aber auch nur, weil es an den zu wenigen Pfeilen gelegen hat. Ich hatte nur 18 Pfeile dabei und die habe ich halt sehr schnell verballert. Und dieses Mal habe ich 35 Pfeile. Jetzt habe ich ja den ganz großen Köcher. Vorhin war es nur der mittlere und der war nicht mal komplett voll. Also mit 35 Pfeilen, das müsste dann eigentlich reichen. Das müsste sich dann jetzt auf jeden Fall ausgehen. So, also nochmal die ganze Pisse. Ah. Das muss ich so oder so nochmal von vorne anfangen. Was soll's?